Und hallo! Willkommen zu unserem ersten Video auf unserem neuen Kanal Atorn. Mich kennt ihr vielleicht schon vom MFP-Kanal. Ich bin der Lavan und den anderen kennt ihr vielleicht auch schon von einer Man of War-Aufnahme. Da ist nämlich der Gambit. Jo. Und wir haben heute was vor. Wir wollen heute euch mal sozusagen das nächste Let's Show machen und vor allen Dingen wollen wir mal diese Mühle hier sprengen. Das wird ein Spaß, weil wir eine neue gebaut haben und die hier eigentlich unnütz steht. Für alle, die das letzte Let's Show nicht mitgekriegt haben, wo ich das mal erzählt habe, warum das hier so, warum ich die Mühle nicht mehr brauche oder warum die überhaupt steht, warum ihr euch fragt, warum eine Mühle im Schnee steht. Wir haben eigentlich mal, wollten mal so ein riesiges Kornfeld hier bauen. Und ich baue hier direkt so eine riesige Teil. Ich glaube, ich wollte erstmal klein anfangen. Ich übertreibe es hier direkt mal wieder. Nein, wir fangen erstmal klein an. Wir wollen ja nicht die ganze Landschaft kaputt springen, sondern nur die Mühle wegsprengen, ne? Ne, Herr lieber Gambit? Ja. Ich kenne deine Vorliebe für TNT. Boom. Und da haben wir der erste Mühlenflügel ist weg. Wie nennt man das Teil, was gerade weggesprengt wurde? Du bist doch Mühlenexperte. Moment. Dieses Teil, was da hinten rangehangen hat. Weil die Ach so, Mühle wurde die auch, Windrose. Aber die Mühle gibt es eigentlich in noch größer und in noch schöner, würde ich sagen. In einem anderen Gebiet. Wie gesagt, das sollte ehemalig, bevor hier Schnee war in der Taiga, Tundra, was auch immer, in den kalten Gebieten, sage ich mal, sollte das mal hier, wir sprengen das nächste, mal gucken, was jetzt passiert. Bum, bum, bum. Schön. Da sollte das mal so eine Kornkammer, die Kornkammer des Landes werden, was aber nie wirklich geklappt hat, weil es eben dann beschneit war und ja, mit Schnee kann man kein Korn anbauen. So, wir sammeln dich, warum wir auch immer diese Steine hier einsammeln. Weil wir auch im Creative sind, für alle, die es noch nicht gemerkt haben. Wie gesagt, für alle, die ich auch nicht erwähnt habe, das hier ist die, wir haben in dieser Welt, die sich natürlich Atorn nennt, deswegen heißt der Kanal auch so, haben wir eine Creative und eine Survival-Welt. Wir befinden uns hier gerade in der Creative-Welt und in der Creative-Welt wird eben nur Creative gebaut, wie man den Namen schon sagt. In der Survival-Welt wird nur Survival gespielt. Ist jetzt nicht so schwer zu merken. Boom. Oh. War ich das? Ja, anscheinend schon. Oh, ich habe direkt mal die halbe Mühle weggesprengt. Warte ich gar nicht. Ach, hier unter ist ja das riesige Loch, wo ich immer noch glaube, dass das hier jemand gesprengt hat. Ja, wer wohl? Der sitzt am anderen Ende der Leitung. Du warst das? Der langweilig? Nee, aber sieht eigentlich ganz cool aus. Könnte man später auch was machen, weil hier kommt später eine neue Stadt hin. Deswegen wird die Mühle auch gesprengt. Nicht, weil der PC so hakt. Das könnte ein Hintergrund sein. Nein, weil hier später nochmal so eine Schneestadt hin soll. Die hier hinten auch schon angefangen ist. Wenn er laden würde. Ich habe die Renderlistens ja nicht so hoch gestellt. Ich habe auch die, glaube ich, das Design auch nicht schön, sondern schnell gestellt, damit es alles ein bisschen flüssiger läuft hier. Habe ich aber schon mal während eines anderen Let's Shows gezeigt hier. Diese Region. Und wie gesagt, das kommt wird auch nochmal weggerissen, aber das müssen wir jetzt nicht zeigen, diese Anlage. Die ist übrigens eine voll funktionsfähige automatische Farm, ist das mal gewesen, sage ich mal. Die haben wir jetzt, aber die hat dann natürlich jetzt keinen Sinn mehr hier. Und wir sehen, Gambit sprengt gerade die Mühlenflügel. Ja, doch nicht ganz. Warum ein Noteblock? Langeweile. Achso. Gut. Noch so ein Sprengton. Vorsicht, Sprengung. So, dann werden wir jetzt mal ganz kurz das hier sprengen. Ach so, so, machen wir einmal. Und Feuer. Sprengen wir jetzt weiter hier weg. Jetzt werden immer die restlichen Mühlenteile weggesprengt. Was? So, wie gesagt, einmal ganz kurz Informationen zu dem Kanal. Dieser Kanal ist nur für Minecraft und nur für die Atorn-Welt. Hier wird nicht nur von mir, also das ist kein Kanal alleine von mir, da werden noch einige mitmachen, die in dieser Welt auch aktiv sind und hier auch mitgebaut haben oder mitbauen werden. Und die können ja alle wieder hochladen, ist also ein Gemeinschaftskanal für diese Welt. Und hier werden Let's Plays wahrscheinlich hochgeladen, das weiß ich noch nicht. Ich wollte eigentlich ganz gerne Let's Play machen. Da kann ich auch gleich schon mal einen Aufruf zu starten. Ich möchte nicht ohne Texturepack spielen, so wie wir es gerade machen, sondern ich möchte gerne ein Texturepack haben. Falls ihr gute Medieval Texturepacks kennt, einfach mal reinschreiben, Bescheid sagen, sagt mir Bescheid von den, sagt mir Bescheid über die besseren Texturepacks, ja. Ich rede hier auch gerade wieder Müll zusammen. Also kennt ihr ja von meinen Let's Plays, also generell, ich bin ja der Experte in Verhaspeln.
Was war das denn? Ein Verhaspler, nein. Klang wie so ein... Ja klar, ich hab den Ton ein bisschen umgestellt. Hast du den Ton umgestellt? Klinge ich jetzt ungefähr so? Nein! Nicht von dir! So, jetzt wollen wir mal den Holzboden hier anzünden. Das neue Geräusch zum Anzünden ist ja witzig. Also ich kannte das neue Geräusch zum Dingsen, wollte ich da schon sagen. Zum Scheren ab. Wie nennt man scharfe Scheren? Mann. Wie heißt denn das? Ich glaube Scheren, aber. Nee, ja, nicht. Schere, ich weiß aber wie man schert. Schert die Schafe, ne? Man schort die gar nicht, ich komme auf Schoren. Ja, genau das wollte ich sagen, aber wie gesagt, ich fail hier gerade wieder so ein bisschen rum, weil das auch eine ziemlich spontane Aufnahme ist. Ich hoffe, wir langweilen euch nicht allzu sehr. Und ich hoffe, der Gambit, ich sage die ganze Zeit seinen Real-Life-Namen, weil ich zu blöd bin zum. Aber der Gambit, der wird bald fertig, damit wir dann auch bald mal rübergehen können und das andere zeigen können. Es ist nämlich die Arena fertig. Ja, ich quatsche. Nur, kannst ruhig reinreden. Nee, danke. Du hast mir gerade meine, bisschen weggesprengt, meine Schaltung. Jetzt kann ich von vorne anfangen. Es kann sich nur noch um Stunden handeln. In der Zeit springen wir einfach ein bisschen was hier. Ach, das sind die Noteblocks. Klar. Ich dachte die ganze Zeit, was wird denn da? Schöne Tonleiter. C, D, E, F, G, A, H, C. Ja, ich kann die Tonleiter. Ja gut, müsste man auch kennen als Musiker. So ein bisschen. Wäre ganz sinnvoll, ne? Ja. Hilft, soll weiterhelfen. So. So. Fernzündung ausprobieren. Dann springen wir hier mal weiter. Ach, Quark. Und bum bum bum. So, wir sehen, von der Mühle steht nicht mehr allzu viel. Das war aber auch unser Ziel. So, und der Gambit sollte sich mal beeilen. Ja, ja. Ja, yeah, ja, okay. Ich höre auf, hier Theater zu machen. Aber ich habe das Gefühl, das Video wird langsam langweilig und mein PC hakt auch wieder ran ein bisschen. Es ist, wie gesagt, noch über Fraps. Ich habe ein neues Aufnahmeprogramm gefunden, was ich auspressen werde und gucken werde, was ich jetzt nehme, auch für meine Let's Plays. Nennt sich MSI... Ja, MSI Afterburner. Und falls ihr das Programm kennt, vielleicht könnt ihr mir auch mal sagen, ist das gut, ist das schlecht oder meint ihr, das bringt was, wenn ich damit lieber aufnehme, statt mit Fraps. Weil Fraps ist bei mir irgendwie, weiß ich nicht. Ich bin bei mir gerne mal rum. So. So, dann Gehflügel. Springen wir die Gehflügel. Ja, wo ist denn der Schalter? Ach, hier. So. Und machen wir den ersten Timer. Und ab dafür. Wunderschön. Und er hakt mega gerade bei mir. Ich meine, gut, dass ich nicht nur 2 Frames hatte, gerade bei der Explosion. Ja, viel ist ja nicht mehr da. Ich hätte da vielleicht auch schon was reinsetzen sollen, weil dann wäre es schon auch weg. Ahahaha. Wozu das Ganze? Und wunderschön. So, den Rest der Mühle können wir nachher eigentlich noch wegreißen oder wollen wir den jetzt hier mit einer Aufnahme wegreißen? Ach, wieso nachher? Ja, weil wir auch Entertainment für die Zuschauer bieten wollen. Ja, wir springen mal ein bisschen mehr weg hier. Ja, aber dann. Nein, Tobi! Gambit! Du springst den ganzen Boden kaputt, wir brauchen die Stadt noch. Welchen Boden? Da ist doch gar keiner mehr. Ah. Nee, aber wir brauchen den Boden noch. Ah. Mano. Nein.
nein, nein, nein. So, gut, geht. Was ich sagen wollte, war nein. Lieber Gambit, jetzt reicht's aber. Ja, das Problem ist wirklich, ich will da noch eine Stadt draufbauen auf dem Boden. Ja, vielleicht. Ah, jetzt hast du mich wieder zum Haken gebracht. Ich glaube, es hakt. So, ja. Es hakt wohl, ja. Ich glaube, keiner kommt am Boden an. Wie gesagt. So, den Rest lassen wir hier schön stehen. Das ist der Rest der Mühle. Und du hörst jetzt mal auf. Gambit! Oh, jetzt habe ich noch auf den Boden gesetzt. Guck mal an, du machst den ganzen Boden. Alter, Junge! Jetzt ist das hier kaputt gerissen. Müssen wir später alles wieder aufbauen. Dank dir. Okay, wir haben ja. Müssen wir eh. Notfalls haben wir ja World Edit. Jetzt komm mal mit. Wohin denn? Wir werden jetzt deine Elbenstadt bewundern. Die Elbenstadt wurde nämlich. Ich habe die ja letztes Mal in der letzten Showaufnahme nicht gezeigt. Und zwar aus dem Grund, weil ich die jetzt zeigen wollte, weil wir die jetzt verbessert haben. Oder besser gesagt, der Gambit hat die ausgebaut. Und die möchte ich euch, oder beziehungsweise er euch, kann euch gerne mal präsentieren, ne? Naja. Hab ich recht? Ich weiß auch, warum, was jetzt verändert ist. Zwischen den Blättern kann man nicht mehr durchsehen, aber ich glaube, das ist wohl das geringste Problem bei dem. Willkommen zurück, hier sehen wir Gambits Elbenstadt, oder besser gesagt, die Gambit ausgebaut hat, die Stadt. Die habe ich schon vorher gebaut, hier, den Kern der Stadt, den habe ich schon vorher gebaut. Und das rumherum, sage ich mal, das hier und so. Hat Gambit gebaut. So rum. Und, also kriegst das auch ja, er musste mal ganz kurz die Welt laden. Aber es passt. So, was ich sagen wollte dazu. Wir werden uns das mal ganz kurz angucken. Für alle, die es gemerkt haben, wir haben gerade einen kleinen Cut drin gehabt. Ja, wir haben gerade einen kleinen Cut drin gehabt, weil er Fraps von wieder vorhin ein bisschen nicht aufgenommen hat. Ich glaube, das mit MSI Afterburner habt ihr noch mitgekriegt, dass ich ein neues Programm hab. Super. Ich guck mir das einmal an hier und. Gambit Bot in der Zeit hier mal ein paar bisschen außen auf. Was ist das denn hier? Hunde! Das ist der Hundebaum. Was für ein Hundetraum. Das ist der Hundebaum. Was für ein Hundetraum. Dann guck mal auf den nächsten Baum. Wo ist der Hundebaum? Und da ist der Katzenbaum. Was für ein Katzentraum. Ich glaube es kaum, denn das ist der Katzenbaum. Oh yeah, das ist der Katzenbaum. Wir gehen die Treppe rauf. Das jetzt fällt mir kein Reim auf rauf ein, weil ich bin kein Schwein. Scheiße. Verdammt! Guck nicht so blöd. Doofkopf. Apropos, falls sich einige wundern, warum wir blubbern, frag den Gambit, dem war langweilig. So. Wir sehen hier, jetzt können wir mehr runtergehen. Das sind die beiden Häuser, die Gambit gebaut hat. Jetzt können wir mal in den Teil gehen, den ich gebaut habe. Und zwar mal, wollen wir mal ganz realistisch, ohne zu cheaten, über diese Brücke gehen.